1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer in dieser Nacht mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Wir beginnen mit Tina. Tina ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Domian. Hallo Tina, was ist dein Thema? Mein Thema ist Adoption. Adoption. Genau, und zwar habe ich vor einiger Zeit bei dir in der Sendung eine Frau gehört, die erzählt hat, dass sie in der Oliver Geisen Talkshow ihre leibliche Mutter kennengelernt hat. Ja, und du erinnerst dich. Und das war nicht so schön für sie. Genau, das war nicht so schön. Und ich wollte jetzt eine andere Geschichte, nämlich meine, erzählen. Und zwar habe ich genau dasselbe Schicksal und habe einfach eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Aha, fangen wir mal vorne an. Fangen wir vorne an, genau. Wann bist du von deinen leiblichen Eltern weggegeben worden? Ich bin direkt nach der Geburt weggegeben worden. Direkt nach der worden. Geburt, ah, genau. Ja. Mhm. Bin dann mit 8 Tagen zu meinen Adoptiveltern, also meinen Eltern gekommen. Ja. Und meine Eltern haben mich auch damit aufwachsen lassen, dass ich ein adoptiertes Kind bin. Also ich habe es das erste Mal mit 3 erfahren und mit 6 nochmal ein bisschen nachgehakt und das dann auch wirklich bewusst aufgenommen. Und von dem Zeitpunkt an war das für mich ganz klar, dass ich ein adoptiertes Kind bin. Also da gab es auch nie Probleme, dass du da gefragt hast, warum, wieso, dass du bist quasi als war eine Normalität, dass du da so reingewachsen bist. Ja, genau. Mhm. Für mich war das recht normal. Ja. Und meine Eltern haben auch eben versucht, den Sachverhalt, den sie eben wussten, an mich weiterzugeben. Allerdings ist der, wie es ja so meist der Fall ist, recht gering. Mhm. Also was war das für ein Sachverhalt? Den Sachverhalt, den wir nur wussten, war, dass meine Mutter einfach viel zu jung war, um mich zu behalten. Ja. Mhm. Genau, also meine leibliche Mutter. Mhm. Und so, dann sind die Jahre vergangen. Genau, dann sind die Jahre vergangen und als ich dann 18 war, hat sich meine leibliche Mutter bei uns gemeldet. Ach. Sie hat über die ganzen Jahre versucht, mich zu finden und wie man das ja häufig hört, mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Mit großen Schwierigkeiten, ja. Genau, ja. Genau. Mhm. Aber es ist eben ganz zu Anfang, also kurz nach meiner Geburt, hat sie versehentlich einen Brief vom Amt bekommen, wo mein richtiger Name drin stand. Entsprechend wusste sie halt meinen Namen. So, konnte sie das recherchieren. Genau, das konnte sie. Daher konnte sie recht gut recherchieren. Und hat dann über viele, viele Umwege und so weiter, hat mich dann gefunden. Da warst du 18. Genau, da war ich 18. Wie war das? Hat sie erst geschrieben und gefragt, ob du damit einverstanden bist? Oder stand sie plötzlich vor der Tür? Oder wie war das? Nein, ganz so schlimm. Nein, sie hat telefonisch sich bei uns gemeldet und hat zum Glück auch meine Eltern am Telefon direkt gehabt. Das war auch ihr erklärtes Ziel, weil sie nicht mit mir sprechen wollte, weil sie sich auch nicht wusste, wie sie sich ausgeben sollte, ob man dann mit der Tür direkt ins Haus fallen sollte. Sondern sie hat dann erst mit meinen Eltern gesprochen und die waren ja recht aufgeschlossen. Glücklicherweise. Was ja auch nicht unbedingt üblich ist. Nein, das ist nicht üblich. Es gibt üblich. Auf den Fall, dass die Adoptiveltern dann auch eher eifersüchtig blockieren. Werden. Ja, genau, oder blockieren. Ja. Genau. Mhm. Nein, zum Glück hatten meine Eltern da auch gar keine Angst, mich als Tochter zu verlieren. Mhm. Dieses Vertrauensverhältnis hatten wir dann immer schon, auch gerade dadurch, dass sie mit mir da so offen umgegangen sind. Das heißt, du hast dann mit 18 Jahren auch deine leibliche Mutter kennengelernt. Genau, also zunächst hat sich mein Vater mit ihr getroffen, um einfach so gewisse Dinge einfach mal ganz grob zu klären, gar nicht um irgendwie sozusagen zu gucken, was ist das für eine Person und selektieren wir dann, trifft unsere Tochter sie oder trifft sie sie nicht, sondern einfach um mal mit ihr ein ruhiges Gespräch zu führen. Und danach ist er auf mich zugegangen oder vielmehr meine beiden Eltern. Grünes Licht gegeben? Bitte? Er hat grünes Licht gegeben? Es war an ihm, mir zu erklären, dass meine leibliche Mutter sich gemeldet hat. Ach so. Vielmehr meine beiden Eltern haben mir das dann mitgeteilt. Genau. Und daraufhin bin ich dann eines Tages ganz alleine zu ihr gefahren. Wohnte sie weit weg von dir oder von euch? Ja, doch ein Stückchen. Ja. Also ungefähr 3 Stunden Fahrt. Wie aufregend, da hinzufahren. Ja, furchtbar aufregend. 3 Stunden Fahrt, das ist dann schon, was erwartet schon, einen? Ja, es ist schon wirklich, das war schon nicht einfach in dieser Zeit, vor allen Dingen, weil man sich ja wirklich, wie du gerade sagst, dass man stellt sich die Fragen, was ist das für eine Person? Ich wusste ja gar nichts, denn mein Vater hatte auch glücklicherweise mir überhaupt nichts über sie erzählt. Er hat mich da im Unargen gelassen, sodass ich mir meine Meinung alleine bilden konnte. Hast du dir denn so im Laufe der Pubertät oft die Frage gestellt, was sind meine Wurzeln? Wer ist meine Mama oder wer ist mein wirklicher Papa? Ja, genau. Da sprichst du genau was an, was mich halt wirklich auch beschäftigt hat in der Pubertätszeit, Identitätsfindung.
Ich habe mir große Fragen gestellt, wie ist das, warum hat sie mich weggegeben, sehe ich ihr ähnlich, sehe ich ihr nicht ähnlich, was ist das für eine Person? So, ja, jetzt erzähl mir bitte die erste Begegnung. Die allerersten Sekunden, als sie euch gegenüberstandet, wie war das? Wir sind uns in die Arme gefallen. Ehrlich, sofort? Ja, sofort. Also das war doch wunderbar. Hast du sie dir so vorgestellt, äußerlich? Vorgestellt äußerlich? Nein, das habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Das kann man, glaube ich, in diesem Moment auch gar nicht wirklich. Also wir sind uns dann, wie sich letztlich herausgestellt hat, wahnsinnig ähnlich. Also wir ähneln uns absolut, die Gesichtszüge, der Körperbau insgesamt, auch unsere Art ist absolut ähnlich. Und das haben wir dann recht schnell festgestellt. Und nun hattest du entscheidende Fragen. Du hast es gerade ja auch angedeutet. Die hast du nun beantwortet bekommen. Warum hat deine Mutter dich weggegeben? Ganz am Anfang hast du schon angedeutet, sie war sehr jung. Sie war sehr jung. Meine Mutter war 15, als sie mich bekommen hat. Oh, zu jung. Ja. Und da haben ihre Eltern über ihren Kopf hinweg entschieden, dass sie mich zur Adoption freigeben. Wie war es denn damals zu der Schwangerschaft gekommen? Das war das erste Mal. Das erste Mal und nicht verhütet, wie wir das immer so oft hören. Genau, ganz naiv. Als 15-Jährige war sie zu der Zeit wahnsinnig naiv. Mein Vater eben auch, mein leiblicher. Ja, und dann ist das so rucki-zucki passiert. Der leibliche Vater auch 15, 16 in dem Alter? Ja. Genau. Hat sie dir von dem leiblichen Vater auch was erzählt? Ja, durchaus. Ich kenne auch seine Eltern und seinen Bruder. Ach, du hast ihn jetzt auch kennengelernt? Ja, ich kenne also unheimlich viele Teile aus meiner leiblichen Familie sozusagen. Ihn selber habe ich nicht kennengelernt, nein. Warum nicht? Weil seine Ehefrau sehr darauf bedacht ist, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Beziehung oder auch dann nicht zu mir hat, weil sie irgendwo Angst hat, ihn zu verlieren. Ja, was natürlich eigentlich völlig albern ist. Das ist unglaublich lange her und das war ja, die waren ja Kinder quasi noch. Eben, das muss man nicht verstehen. Hat die das erzählt, hat die im Laufe der vielen Jahre sehr oft an dich auch mit Sehnsucht gedacht? Nach dem Motto, was ist mit meinem Mädchen los, wo ist sie? Definitiv, ich habe auch einen Bruder, der eben bei meiner Mutter groß geworden ist. Mein Bruder ist einige Jahre jünger als ich, sodass ich ihn eben dann behalten konnte. Und auch mein Bruder ist immer mit dem Wissen groß geworden, ich habe eine Schwester irgendwo. Mhm. Ja. Du erzählst das so euphorisch. Daraus schließe ich wirklich, du hast es gerade ja auch so eingeleitet, dass das für dich eine große Bereicherung war, jetzt deine Mutter und den anderen Teil der Familie kennenzulernen. Ja. Ja. Und ihr versteht euch gut. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also wir haben ein sehr intensives Verhältnis. Meine Eltern, also meine Adoptiveltern sind meine Eltern und werden es auch immer bleiben. Ja. Aber zu ihr habe ich einfach nicht nur freundschaftliches Verhältnis, sondern es ist irgendwo natürlich auch familiär, ist aber eher wie eine Schwester oder eine Cousine für mich. Sag mal, Tina, hättest du von dir aus irgendwann auch die Initiative ergriffen, um sie vielleicht kennenzulernen, wenn sie es nicht gemacht hätte? Das kann ich dir jetzt in diesem Moment gar nicht beantworten. Ich war 18 und da war ich so gerade ein bisschen fertig, mich als Person zu finden. Mhm. Vielleicht hätte ich das im Späteren eingeschlagen, diesen Weg, meine leibliche Mutter zu finden. Ja. Aber dadurch, dass sich das für mich so günstig quasi ergeben hat, kann ich das gar nicht beantworten. Verkehren eigentlich jetzt die Familie miteinander oder beispielsweise deine Adoptivmutter mit deiner leiblichen Mutter? Ja. Die treffen sich auch und es klappt alles wunderbar. Ja, sie treffen sich nicht unbedingt ganz häufig, aber es passiert hin und wieder, dass sie sich treffen oder telefonieren oder in anderweitigem Kontakt stehen. Doch, das ist perfekt, ne? Ganz toll. Das ist wirklich, ich habe da eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich gratuliere dir sehr dazu, weil erleben nicht alle Leute, die adoptiert worden sind. Aber weißt du, das ist auch mein Beweggrund, bei dir anzurufen, weil ich nämlich auf diesem Weg anderen Menschen Mut machen möchte, die auch adoptiert worden sind und noch nicht das Glück hatten, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. Es gibt sicherlich Fälle, wo das nicht glücklich endet. Aber es gibt eben auch Fälle wie mich, wo das einfach toll ist. Und das heißt, man sollte es auf jeden Fall versuchen, denn man kann ja eben auch gewinnen. Ne, dabei. Man kann eben durchaus gewinnen und mich hat es als Person einfach komplettiert. Ja, also schön gesagt. ich habe ein tolles Elternhaus immer gehabt, aber das ist dann doch ein Stück eines Selbst, was einem fehlt. Ach, na, aber sicher, ganz, ganz klar, kann ich gut verstehen. Liebe Tina, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Nochmals Glückwunsch zu den schönen Fügungen und dir und deiner Familie alles Gute. Danke dir auch, Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, meldet euch unter der besagten Telefonnummer oder unter der Mail-Anschrift. Hier ist Robert. Robert ist 22. Hallo Robert. Hi. Hi. 22 macht auch nichts. Ja, 22. Was ist dein Thema, Robert? Also, ich bekomme Morphium vom Arzt verschrieben. Warum? Und ich habe seit 15 Jahren Rheuma. Mhm. Unter anderem habe noch einen Haufen anderen Scheiß. Und
Ich habe es die ganzen Jahre immer nur wegen meiner Krankheit genommen, ja, und um die Schmerzen zu betäuben. Aber jetzt vor einem Jahr ist mein Bruder gestorben. Ja. Der war allerdings kerngesund. Der ist an einer Hirnhautentzündung gestorben. Wie alt war dein Bruder? 18. 18. Hat auch ein Kind und alles sowas. Mhm. Und wie gesagt, vor einem Jahr ist er gestorben. Ich würde mal sagen, seit 6, 7, 8 Monaten nehme ich Morphium eigentlich nur noch wie ein normaler Junkie, um mich zu betäuben. Nimmst du eine Überdosierung von der Dosis, die du eigentlich sonst nehmen solltest, ja, und müsstest? Ich kombiniere Morphium mit anderen Opiaten in Tablettenform, Alkohol und kiffe auch ziemlich viel und alles zusammen. Hat das alles mit dem Boot des Todes, mit dem Tod des Bruders zu tun? Also das hat da angefangen. Mhm. Es kann sein, dass mir das auch generell alles zu viel wird. Mhm. Aber ich denke mal, also das war der ausschlaggebende Punkt auf jeden Fall. Du hast seit 15 Jahren hast du Rheuma. Ja. Das ist ja sehr ungewöhnlich, ne, dass ein so junger Mensch diese Krankheit hat, oder? Na, also heute ist es nicht mehr ungewöhnlich, aber zu der Zeit früher, als ich es bekommen habe, waren es in Deutschland gar nicht mal 800 Leute. Wie, und jetzt gibt es mehrere junge? Ja, ja, es sind jetzt schon über 10.000, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also eine steigende Erkranktenzahl bei jungen Menschen. Ganz genau, ja. Mhm. Wie hast du es zuerst gemerkt? Du warst ja Kind. Bei mir war eigentlich alles okay. Und dann war ich mal irgendwie im Ferienlager, hab einen Unfall gehabt da, mit der Klasse. Und dann war ich halt im Krankenhaus und die wollten mich normal operieren. Und da wäre ich dann beinahe gestorben, weil die Krankheit dann ausgebrochen ist. Dann bin ich auch Bluter. Das wusste auch keiner. Ach, du bist auch Bluter? Oh. Ja, und dann, ich habe Morbus Bechterew noch und alles Mögliche. Da sind auch viele unwichtige Krankheiten. Und das ist eine Darmerkrankung, ne? Nee, Morbus Crohn ist die Darmerkrankung. Ach, Morbus Crohn. Morbus Bechterew ist was? Ist noch eine speziellere Wirbelsäulenerkrankung. Ja, ja. Mhm. Und und da konnte sich keiner einen Reim drauf machen, warum ich jetzt wirklich fast sterbe und 7 Monate im Koma liege bei so einer Lappalien-OP. Mhm. Und naja, dann ist alles nach und nach so rausgekommen. Mhm. Ja. Das heißt, die ganze Kindheit, die ganze Jugend stand direkt unter dem Zeichen der Erkrankungen, muss man ja sagen. Also meine Jugend finde ich ganz gut. Also die Kindheit war ich komplett im Krankenhaus. Mhm. Ich habe auch komplett meine Schule im Krankenhaus gemacht. Wie komplett? Immer im Krankenhaus gelebt? Ja, meine Mutter hat auch im Krankenhaus gewohnt. Ach du je. Und dadurch ist die Ehe meiner Eltern noch zerbrochen, weil sie sie nie gesehen haben und so. Was heißt denn die ganze Kindheit? Wie viele Jahre? Also, ich muss überlegen. Also, ich bin ein bisschen drauf gerade. Also, seit 15 Jahren habe ich's. Wie alt war ich da? Ich bin 22, 7. Haut es hin? Ja. Ja. Ja, wir müssen jetzt keine Rechenkunststücke machen. Also eine sehr lange Zeit hast du... Ja, von 7 bis 11 war ich komplett im Krankenhaus. Sagen wir mal, ich war dazwischen maximal ein halbes Jahr nicht im Krankenhaus. Und deine Mama war dann mit im Krankenhaus? Die hat da gibt es extra so Eltern. Ich war schon aus so einer Krebsstation. Mhm. Die haben mich da einfach verhaftet, weil da halt nur diese Elternwohnungen waren. Ja, ja, ja. Wo ja, die Eltern dann direkt so... Mhm. Gewohnt haben. Und hast dann auch da, wie du es gerade gesagt hast, Unterricht bekommen? Ja, also wenn ich aus dem Koma raus war, dann ging es immer so lange, also so von der Intensiv, wenn ich runter war, dann ging es dann immer so schnell wie möglich wieder los. Mhm. Mensch Robert, da hast du aber schon eine ganze Menge einstecken müssen. Eine ganze Menge. Du hast gerade gesagt, ich bin jetzt so druff. Das heißt, du hast auch gerade, also kurz bevor wir gesprochen haben, im Moment stehst du auch unter einem erhöhten Morphium-Einfluss. Ja, jetzt ist es aber nur also so ein normaler Pegel. Das war deswegen, weil meine Tante, die hat richtig Darmkrebs, die hat halt Morbus Crohn und sie ist auch drogensüchtig und es gibt keinen in der Familie, der sie versteht, aber sie weiß halt in etwa, wie ich bin und daher bin ich ihr Ansprechpartner. Mhm. Und das Problem ist, sie wohnt in Eberswalde, ich in Berlin. Ja. Jetzt sag mir doch mal, woher du das Zeug bekommst. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr rationiert aufgeschrieben wird und nur so viel abgegeben wird, wie viel der Patient auch braucht. Woher hast du das? Nee, das Gute ist, also ich war immer sehr optimistisch, habe immer einen guten Kampfgeist gehabt, brauchte keine psychologische Behandlung und habe selber alles, was die Ärzte mir aufgeschrieben haben, seit ich so, sagen wir mal, 10 bin, alles selber abgelehnt, alles selber dosiert
weil ich ja ein paar Jahre gesehen habe, wie es funktioniert, wenn die Ärzte mir verschreiben. Ja. Es waren halt viele Medikamente und ich wusste immer, was für mich am besten ist, weil die halt auch noch keine Erfahrung hatten zu der Zeit. Okay, meine Frage war, woher kommst du an die Überdosis? Und das steht halt in meinen Akten drin. In meinen Akten steht drin, dass ich mit allen Medikamenten perfekt umgehen kann, bis zum heutigen Tage. Ja. Und mein Arzt, der mich besser kennt als mein Vater, der vertraut mir da so sehr, dass es halt geht. Ja. Ich denke mal, jetzt bin ich aber auch schon ziemlich an die Grenzen gestoßen. Die Frage ist immer noch nicht klar beantwortet. Also das heißt, der Arzt schreibt dir durchaus auch große Mengen auf, genau, weil er dir vertraut, dass du da sorgfältig mit umgehst. Ganz genau. Ganz genau. Welche Wirkung auf das Gehirn hat diese Überdosierung von Morphium? Also ich bin immer noch in dem Moment, wo ich es dann nehme oder generell? Ja, generell und auch in dem Moment, wo du es nimmst. Also wenn ich es sehr überdosiert nehme und viel mische, dann bin ich einfach nur weg. Dann bin ich einfach nur, also ich kann auch nie schlafen. Also ich kann 5 Tage wach bleiben und ist extrem schlimm halt. Mhm. Aber wenn ich Morphium normal dosiert nehme, kann ich schlafen, hab relativ wenig Schmerzen. Mhm. Wenn ich es dann übertreibe, kann ich halt normal laufen, fast wie andere Menschen. Mhm. Und kann Party machen und kann einfach mal mein Leben genießen. Mhm. Aber du übertreibst es, ne? So wie du es gerade am Anfang des Gesprächs gesagt hast. Und ich mache so, glaube ich, nicht mehr lange mit. Also dadurch, dass ich gerne sowieso sehr viel Medikamente halt seit meinem 7. Lebensjahr ständig mit Chemie vollgepumpt werde. Lass mich mal fragen zu deinem Bruder. Wenn man einen Bruder verliert, der 18 Jahre erst alt ist, ist das ein schlimmer und ganz schwerer Schlag. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Also ganz kurz, wir sind zusammen aufgewachsen halt, bis es mit mir losging, bis ich ins Krankenhaus gezogen bin. Mhm. Und dann bin ich mit 11 ins Internat gekommen, in so ein betreutes Internat. Mhm. Und dann war es so, dass ich dann mit 16 mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Ja. Aber die Frage war nur so, ich wollte nur wissen, wie eng dein Verhältnis zu dir ist. Sehr gut, also es war perfekt. Okay, das wollte ich wissen. Das zeigt mir, wie besonders schlimm für dich dieser Verlust sein muss, dass du den Bruder verloren hast. Ja, vor allem hat er noch ein Kind und auch eine Frau. So, jetzt hast du schon so eine schwere Erkrankung und so eine schwere Zeit hinter dir mit deinen gerade 18, mit deinen 20 Jahren und dann 22 Jahren und dann verliert man auch einen Bruder mit 18 Jahren. Und du rauchst auch, ne? Höre ich gerade? Ja, ich rauche und kiff. Stört es? Nein, es stört mich überhaupt nicht. Aber ich mache mir Sorgen um dich, Robert. Also das Problem ist, meine Schwester, die ist jetzt 18, hat auch Rheuma, aber bei Weitem nicht so schlimm wie ich. Also wie gesagt, heute ist schon alles fortgeschritten und so. Mhm. Meine Mutter hat Gehirntumoren, meine Tante hat Morbus Crohn, also diesen Darmkrebs. Ja. Lass uns mal über dich reden. Ja, okay. Wie lebst du? Lebst du alleine? Nee, ich wohne jetzt schon seit 5 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wobei es, Kriegt die Freundin das mit, dass du im Moment so... Ja, das ist die Frage. Also sie ist nicht blöde. Also ich denke mal, in letzter Zeit bekommt sie das schon mit. Gibt es irgendjemanden jetzt außer mir, mit dem du schon darüber gesprochen hast? Nein. Mhm. Niemand. Also weil die haben mich alle als Kämpfer gesehen und immer positiv drauf und so, war ich auch immer. Aber ich glaube, du bist beschlagen genug und weißt selbst genau Bescheid, was du da gerade tust, in welcher Gefahr du schwebst. Du weißt das. Weil ich schon mitbekomme, dass du über all das, was du da einnimmst und die Krankheitsentwicklung und so weiter sehr gut informiert bist. Ich weiß ja jetzt im ersten Moment auch, kann ich dir nicht sagen, wie du das unterbinden sollst, aber dass du jetzt die Notbremse ziehen musst, ist ja klar, ne? Aber Domian, ich schaffe es nicht. Ich habe Albträume von den ganzen OPs, von Koma-Erfahrungen. Ich sehe meinen Bruder ständig, also ich habe ihn auch gefunden, als er gestorben ist. Und also wie er da lag, er wurde blind und hat, also das Kind lag dann neben ihm, er hat das Kind angebrochen und alles zerschlagen da wurde, weil er nichts mehr gesehen hat. Also das heißt ja, das ist ja ein Trauma, was du da erlebt hast. Ja. Das ist wirklich ein Trauma. Du hast auch keinen Psychologen mal aufgesucht, ne? Nee, gar nichts. Nee, also ich das erste Mal halt, ich wollte einfach mal das loswerden. Mhm. Und da ich deine Sendung schon sehr lange gucke, warst du einfach der perfekte Ansprechpartner. Ja. Robert, weißt du, ich sehe das jetzt als ersten Schritt, dass du weitermachst. Der erste Schritt war jetzt, hier angerufen zu haben und zu reden. Ich sag dir als vollkommener medizinischer Laie, dass du absolut dringend was unternehmen musst, um dein Leben nicht kaputt zu machen, ganz kaputt zu machen. Und deine Gesundheit ist eh schon so ein sensibles Gerüst.
damit du nicht völlig zusammenkrachst. Ich möchte gern, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Unbedingt. Unbedingt. Weil ich es gut fände, wenn darüber hinaus du in den nächsten Tagen dir psychologische Hilfe suchen würdest. Aber richtig handfeste psychologische Hilfe, weil das da muss jetzt auch ein Fachmann ran. Das ist zu komplex, deine Geschichte. Ja, also ich würde es wahrscheinlich, nee, ich kenne mich und ich lüge auch nicht rum, also ich mache es, glaube ich, noch nicht, wirklich nicht. Weil, aber wie soll man mir dann bitte, ich kriege die Bilder einfach aus dem Kopf, das schaffe ich nicht und das schafft auch kein Psychologe. Nee, das schaffst du natürlich nicht alleine, das ist auch völlig klar. Aber wenn du es schaffst, dann schaffst du das mit jemandem, der dafür 10, 12, 13 Semester studiert hat und der das alles gelernt hat, wie man eben mit solchen schweren Trauersituationen umgeht. Gib uns doch mal jetzt eine Chance. Es ist ja nur noch ein kleines Gespräch mit meiner Psychologin. Das steht dir ja völlig frei, was du denn daraus machst. Aber kann man denn, wenn ich erstmal eine Psychologin gefunden habe, mit der ich gut klarkomme, am Psychologen, kann man dann noch Kontakt weiter zu ihr haben oder ist es jetzt nur so ein einmaliges Angebot? Hier zu unserer, meinst du? Ja. Zu meiner Psychologin. Im Prinzip sind das einmalige Angebote, weil das unseren Rahmen sprengt. Aber wir machen auch immer wieder Ausnahmen bei Fällen, die schwerwiegend sind, dass unsere Psychologen oder eine Ansprechpartnerin auch über einen längeren Zeitraum immer wieder mal mit dem Anrufer telefoniert. Bitte führt euch erstmal ein Gespräch mit der Anja, meiner Psychologin. Die kann dir das auch noch genauer erklären, was in so einer Therapie abgeht und wie man dir vielleicht dann auch gerade helfen kann, was die akute Trauer anbelangt. Okay? Robert, du hast nichts zu verlieren. Mensch, du hast nichts zu verlieren. Es ist jetzt noch ein Gespräch und dann sehen wir weiter. Ja? Okay. So, dann legst du auf, aber Ehrenwort. Und dann rufen wir dich gleich wieder an, auch Ehrenwort. Und alles ist so, wie du es möchtest. Wenn du das dann abbrechen möchtest, dann wird es abgebrochen. Okay? Na okay, du hast Ahnung, dir vertraue ich. Das ist sehr lieb von dir, Robert. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank, Roman, dir auch. Und mach weiter so. Dankeschön, Robert. Ciao. Tschüss. So, mein Lieber, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt, ich bin entstellt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen oder das Gefühl haben, entstellt zu sein. Vielleicht durch einen schweren Unfall, durch eine Krankheit, vielleicht durch eine Behinderung. Vielleicht sieht das ja die Umwelt gar nicht mal so sehr, aber ihr fühlt euch so. Das Thema heißt, ich bin entstellt. Ihr könnt auch Näheres zu dem Thema lesen unter www.domian.de. Ihr könnt euch heute schon anmelden per Mail oder morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich dann auch während der Sendung. Weiter geht es mit Jens. Und Jens ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jens. Grüß dich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe am Montag deine Sendung gesehen. Mhm. Da waren zwei Männer, die darüber berichteten, sie hätten ihre Frau verloren durch Krebs. Ja. Ich kann mich an den ersten erinnern. Ja. Der hieß Norbert, ja. Der darüber sprach, dass seine Frau, dass er sich so ein bisschen alleine gefühlt hat hinterher. Und ja, er hat gesagt, dass er so sehr vermisst hat, dass er mit der Frau nicht über den Tod und das Sterben hat sprechen können. Richtig. Weil sie es nicht wollte. Ja. Mhm. Und der zweite hat das so für sich genutzt und macht jetzt diese Sterbebegleitungs-Hospiz-Geschichten. Genau, ja. Ja, mhm. Ja, genau. Mhm. Also was mich angeht, ich habe meine Frau auch verloren vor 7 Monaten. Vor 7 Monaten? Ja. An was ist deine Frau gestorben? Gebärmutter, Eileiter, Krebs. Mhm. Und wie alt ist deine Frau geworden? 44. Mhm. Und wie lange wusste sie oder wusstet ihr davon, dass sie so schwer krank ist? Die Diagnose war am Anfang Januar, also letztes Jahr im Januar. Mhm. Und sie hatte auch schon mal 1997, 96, mhm, schon mal einen Tumor. Das war aber ein Borderline, nennt man das. Also es ist nicht gut und nicht schlecht. Mhm. Und der wurde entfernt. Es gibt Borderline-Tumore, das wusste ich ja noch nicht, dass man das so nennt. Ja, es gibt einen
Das wird diagnostiziert und dann kommt der Patient auf in den OP und dann wird eine Schnelldiagnose gemacht und dann wird entschieden, ist er gut? Es gibt ja auch gute Tumore, ja? Durchaus, ja. Und dann gibt es schlechte und dann gibt es weder noch. Aber im Januar letzten Jahres war dann die Diagnose, das ist ein bösartiger Tumor. Ja, ja, ja. Und das ging dann ziemlich schnell, ja. Hat deine Frau sehr leiden müssen im letzten Jahr? Ja, am Schluss, ja, ja. Mhm. Ja. Also dann musste das mit Morphium unterdrückt werden und sie lag dann auch hinterher die letzten 14 Tage nur noch im Koma. Ist sie zu Hause gestorben oder im Krankenhaus? Nein, leider nicht. Leider nicht zu Hause, weil das war technisch nicht möglich. Also weil du mit der Pflege befördert hast? Die medizinische Betreuung war nicht möglich, weil sie brauchte, sie hatte auch einen künstlichen Ausgang und ja, also ganz übel eigentlich. Hast du denn mit deiner Frau noch sprechen können über das, was nun geschieht und was bevorsteht? Nicht wirklich. Und da möchte ich eigentlich anknüpfen, was der Norbert gesagt hat. Ich fühle mich auch so ein bisschen alleine gelassen. Mhm. Also ich habe da auch immer versucht, zu fragen, sie darauf vorzubereiten. Aber sie wusste schon um die Ernsthaftigkeit der Situation. Also sie wusste, dass sie unheilbar krank ist. Oder hat man dir das nicht gesagt? Doch, doch, doch. Das schon. Also hier in Spanien ist das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser, das also kann man mit. Also achso, du rufst aus Spanien an? Ich rufe aus Spanien an. Ja. Ja, ja. Und ihr lebt doch in Spanien? Wir leben seit 6 Jahren hier in Spanien. Mhm. Also sie wusste um sie, was los ist mit ihr und sie wusste auch, dass sie daran sterben würde. Ja. Dennoch hat sie nicht darüber sprechen wollen. Nein. Und du hast es immer wieder mal etwas versucht, aber dann hat sie abgeblockt. Ja. Wie erklärst du, wir haben ja Montag auch drüber diskutiert mit den Anrufern. Wie erklärst du dir das? Du kennst deine Frau ja nun sehr gut. Warum wollte sie das nicht? Hatte sie Angst? Ich nehme es an, dass sie Angst hatte. Also sie hat, als es dann klar war, als die Ärzte das dann wirklich, ja, also definitiv, also sagten es, es gibt keine Chance mehr und dann bin ich mit den Kindern hingefahren und sie hat es ganz knallhart auch den Kindern gesagt. Wie alt sind die Kinder? 11 und 8. 11 und 8. Das hat sie so knallhart den Kindern ins Gesicht gesagt? Also unglaublich hart, ja. Ich werde sterben. Ja. Sie hat ihn in den Arm genommen und es war noch ein Freund da und meine Mutter war da. Sie hatten unglaubliche Hilfe hier. Die ganze Familie hat sich sehr gekümmert und wie haben die Kinder, ich meine 8 Jahre ist ja noch sehr jung, wie haben die Kinder darauf reagiert? Tja, die Große hat geschrien, die Kleine ist einfach nur in sich zusammengesackt. Ja. Wart ihr alle dann bei ihr, als sie gestorben ist? Ihr Bruder war da und ich. Nein, ja, also das haben wir schon alle also gemacht. Was ich vielleicht für die Hörer und die Seher sagen möchte, es ist so, für mich ist so, wir sind ja ausgewandert hier, ne? Ja. Und es war ein unglaublicher Kraftakt, überhaupt hier beruflich Fuß zu fassen, integriert zu werden, die Sprache zu lernen, die Kinder in die Schule und so weiter und so weiter. Ja. Und dieser Traum, der ist einfach zerplatzt, ne? Ja. Der ist weg. Und fühlst du dich denn jetzt überhaupt noch dort wohl? Absolut. Das schon. Absolut, ja.
Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Koch. Du bist Koch? Ja. Jetzt sind 7 Monate seit dem Tod deiner Frau vergangen. Wie ist die Stimmung in der Familie zwischen dir und den Kindern? Super. Super. Redet ihr viel über die Mama? Ja, sie ist immer da. Ja, ja. Doch, ich hatte auch schon vorher ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern. Ja. Man sagt ja immer, die Köche müssen abends immer arbeiten und so, aber dafür habe ich den ganzen Tag für die Kinder. Ja, ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gibt es etwas, wenn du jetzt das letzte Jahr so Revue passieren lässt, die Krankheitsgeschichte, das schwere Leiden deiner Frau, worüber du so im Nachhinein sagst, das hätte ich eigentlich anders machen müssen? Oder sagst du, es ist so gelaufen, wie du es auch für richtig, also was deine Person anbelangt? Oder machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Ich mache mir schon Vorwürfe. Doch, doch. Welche Vorwürfe sind das? Naja, dass ich vielleicht nicht richtig reagiert habe in bestimmten Situationen. Das kann sich niemand vorstellen, wenn jemand so krank ist, unter Morphium steht, dann bekommt man so Attacken. Das ist sie, ja, also meine also, Frau war dann nicht mehr, also sie war nicht beispielsweise, mehr, ihr größter Wunsch war ins Badezimmer zu gehen und immer wieder Wasser zu trinken und ihre Zähne zu putzen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist eine todkranke Frau und dann stehe ich da mit meiner Frau 2 Stunden in diesem Badezimmer und sie will sich immer wieder die Zähne putzen und und dann nur ein bisschen Wasser über den Kopf haben und nach 2 Stunden kann ich nicht mehr. Mhm. Weil das Morphium verzerrt die Persönlichkeit. Ja, absolut. Mhm. Und dann hast du da vielleicht dann mal etwas barsch reagiert, was du dir heute vorwirfst? Ja, ja. Ja, klar. Ja, irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir ins Bett. Und Aber Jens, weißt du, ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist eine so ungeheure Belastung, wenn jemand Geliebtes so schwer krank ist und man weiß, dass der Mensch sterben wird, dass man da auch mal, dass einem da auch mal die Nerven durchgehen, ist, glaube ich, so menschlich. Das wäre schon übermenschlich, wenn du nur immer freundlich und gut gewesen wärst. Du warst es ja im tiefen Herzen, du warst ja gut und bei deiner Frau. Ich glaube, solche Kleinigkeiten, sicher, klar, ich würde es auch denken, wenn ich du wäre, ehrlich gesagt. Aber objektiv gesehen, glaube ich, gehört das auch dazu, zu so einer Geschichte. Ja, also von der Ratio kann ich das auch so sehen. Mhm. Trotzdem mache ich mir da Vorwürfe, weil sie hatte nichts mehr anderes. Ne? Und dann das also dann. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, dass du dich so alleine gelassen gefühlt hast. Der zweite Anrufer am Montag, der auch die Sterbebegleitung macht, der hat ja dann so gesagt, man soll schon immer wieder die Patienten auch auf das Thema hinführen. Findest du es für dich richtig gelöst, dass du es nicht getan hast bei deiner Frau? Also sie vielleicht nicht noch stärker in die Thematik hineingedrückt hast? Ja. Also ich würde sagen, ja, weil sie hat mir ganz klar signalisiert, sie möchte das nicht. Mhm. Sie möchte darüber nicht sprechen. Ja. Finde ich eigentlich auch. Ich habe es ja dem Anruf am Montag auch gesagt. Wenn ein Patient ganz klar sagt, ich will es nicht, ich will auch nicht darüber diskutieren. Nein, sie hat das nicht gesagt. Mhm. Sie hat das nicht formuliert, ich möchte darüber nicht sprechen, sondern sie hat einfach nicht geantwortet. Was ja schon eine Aussage, eine große Aussage ist. Ne? Ja, ja. Ich glaube auch, dass du richtig gehandelt hast. Ich hätte es auch so gemacht. Ja. Lieber Jens, möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Warum nicht? Ja. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Familie, deinen beiden Kindern alles Gute. Aha. Von Herzen. Gut. Du legst auf. Danke dir auch. Die Anja ruft dich gleich an. Ich lege auf. Tschüss. Alles klar. Danke. Ciao. Weiter geht es mit Walter.
28 Jahre alt. Hallo Walter. Ah, guten Abend, Domian. Und ich lese hier, bei dir ist auch noch eine Sabrina, 23 Jahre. Stimmt das? Ja, die ist auch noch da, die liegt neben mir im Bett. So, das ist ja schon mal ganz schön. Also Domian, ich muss erstmal eins loswerden. Bitte. Und zwar, wenn ich am Montag die Sendung verfolgt habe und heute, bin ich über so manche Geschichten erschüttert, was auch gerade eben vor mir derjenige gesprochen hat. Ja. Also nur Kopf hoch und das Leben geht weiter. Ja. Und eine Bitte, eine kurze technische Bitte an dich. Du hast das Radio oder den Fernseher, den Ton eingeschaltet. Ganz runterschalten, ja, bitte. Hab ich. Jetzt haben wir immer zu ein Echo. Gut. Gut, zu dir. Was ist dein Thema, Walter? Mein Thema ist, ich bekomme zu wenig Sex von meiner Freundin. Oh, das ist nicht schön. Nee. Obwohl ihr da schon im Bett liegt miteinander. Ja. Ja. Wie lange seid ihr beiden Hübschen denn zusammen schon? 8 Jahre. 8 Jahre schon? Ja. Ist natürlich auch eine lange Zeit. Ja. Was natürlich wiederum nicht heißt, das soll jetzt nicht heißen, das ist dann alles normal. Naja, gut, 8 Jahre ist eine lange Zeit. Was heißt denn, wie viel Sex gibt's denn? Also 3-mal, höchstens 4- oder 5-mal im Monat, ne? Ja, ist nicht so dolle. Nö, also früher war es mehr. Ja, das heißt, klar ausgedrückt, du hättest gerne mehr? Ja. Was wäre so deine Vorstellung? So 2-3 Mal die Woche ist schon nicht schlecht in dem Alter, ne? Ja. Weil sie ist ja noch jung, sie ist erst 23. Ja, naja gut, du bist ja auch noch sehr jung, mit 28. Steh noch voll im Saft, wie das so schön heißt, ne? Ja. Aber Sabrina will nicht. Nee, sie mag einfach nicht. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Alles mit ihr befragt, alles ausdiskutiert? Ja, logisch. Auch schon Hilfsmittel genommen. Ja. Was man heute so an Hilfsmittel bekommt. Ja. Aber sie hat irgendwie, ich krieg's nicht mehr so weit. Ist denn die Sabrina auch bereit, ein paar Worte mit mir zu sprechen? Sie will eigentlich nicht, aber sie hört auch zu. Ich würde ja gerne, Sabrina, ein paar Sätze mit dir sprechen. Wenn, ja, ich versuche mal, ich gebe dir vielleicht, mal. Wenn sie, nein, sie, nein, mag sie will nicht. Sie will nicht. Okay. So, dann musst du halt jetzt für Sabrina sprechen. Du hast Sabrina gefragt, hoffe ich mal, warum nicht? Warum hat sie nicht so Lust? Was hat sie geantwortet? So, da gibt es mir selten eine Antwort darauf, besser gesagt gar keine. Sie sagt einfach, sie hat keine Lust. Gut. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort wäre dann auf die Frage, warum hat sie keine Lust mehr? Hat sie generell kein Interesse mehr an Sex? Oder ist einfach nach 8 Jahren die Luft raus? Wäre ja auch völlig normal. Ich meine, sie war ja super jung, als ihr zusammengekommen seid. Ja, super, logisch. Du bist ihr erster Freund, ne? Ja. Auch ihr erster Mann, mit dem sie Jawohl. Sex? Ja, gut. Dann kann das natürlich sein. Ist das so? Wäre eine Frage. Hat sie vielleicht andere sexuelle Fantasien? Habe ich sie auch schon gefragt und ich habe auch schon gesagt, wenn dir doch, sag doch das, was dir gefällt oder wir können darüber sprechen, dafür hat man ja einen Mund, ne? Aber dann kommt gar nichts und ich will jetzt schlafen, lass mich in Ruhe. Ja, ich meine, es ist natürlich auch in einer Paarsituation immer unangenehm, darüber zu sprechen, vor allen Dingen zu begründen, warum man keine Lust hat, mit dem Partner mehr zu schlafen. Das ist immer unangenehm. Man hat auch immer Angst, den anderen zu verletzen und ihm zu nahe zu treten. Da verdrängt man manchmal bei sich selbst vielleicht auch die Gründe, warum das so ist. Aber das hat immer seine Gründe. Befriedigt sie sich selbst denn für sich? So wie sie schon sagt, ja. Das schon, ja. Das macht sie. Und kommt das oft vor? Das sagt sie mir nicht. Sie sagt, wenn sie Lust hat und ich bin weg, bin auf der Arbeit, dann macht sie sich selbst. Ja. Hätte sie denn mal so, nur mal so als Gedankenspiel Interesse, mal vielleicht, um die Erfahrung zu machen, auch mal mit einem anderen Typ zu schlafen? Ich habe ja auch schon zu ihr gesagt, vielleicht war das mal der Fehler, weil ich gesagt habe, du hast, wie das auch so ein Thema war, er sagt, ich hätte auch im Endeffekt wirklich, das hört sich zwar blöd an, nichts dagegen, wenn sie mal den Versuch macht mit einem anderen. Hätte sie Lust dazu? Da hat sie nichts dazu gesagt, dann dreht sie sich rum und sagt, will ich nichts mehr davon hören. Ja, also wir tappen im Dunkeln. Ja, oder total. Wir stochen ein bisschen im Nebel. Ja. Wie ist denn die Beziehung an sich und sonst, abgesehen von der Sexualität? Ist in Ordnung. Also soweit keine Probleme. Nur kann natürlich so eine sexuelle Frustration, wenn die sich anstaut, jetzt in deinem Fall, kann natürlich auch dazu führen, dass Spannungen so in die Beziehung hineingetragen werden, in den Alltag.
Ja, logisch. Das ist doch auch schon. Mhm. Also ich mache mir selbst meine Gedanken über mich. Liegt's an mir? An was mache ich verkehrt? Mhm. Und das frustriert mich selbst. Mhm. Bist du denn in den letzten... Seit wann ist das so, dass sie nicht mehr so möchte wie du? 3 Jahre. Ach, das ist ja schon lange. Das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Das ist es ja. Das Bist ist ja du das ihr denn immer treu geblieben oder hast du... Ganz am Anfang im ersten Jahr, also es hat 9 Monate gedauert, bis ich das erste Mal mit ihr geschlafen habe. Ja. Und da war mal was gewesen, aber sonst nicht. Okay, aber jetzt in den letzten 3 Jahren, als du ein bisschen kürzer gehalten wurdest, da bist du treu geblieben. Nee, da bin ich treu geblieben. Mhm. Mhm. Was würde sie denn sagen, wenn du sagst, pass mal auf, ich habe irgendwie Bock, ich hole mir das mal woanders. Wie würde sie darauf reagieren? Wenn sie das mitkriegen würde, derjenige würde die Augen aufkratzen. Ah ja. Also eifersüchtig ist sie total noch. Ja. Ja, schwieriges Problem, weil man einfach jetzt nicht weiß, woran es liegt. Nee, das ist und ja also meine erste Überlegung ist natürlich wirklich, dass es daran liegt, dass Sabrina dich als ersten Partner hatte und ihr 8 Jahre zusammen seid. Da finde ich es eigentlich völlig normal, dass man da auch ein bisschen vielleicht auch gesättigt ist und auch neugierig ist auf andere Sachen. Da ist ja eine Sexualität da, wie du gerade beschrieben hast, dass sie mit sich selbst hat, sie ja ihren Spaß. Dass da vielleicht etwas die Luft raus ist. Ja, so ist es gleich. Sie flüstert gerade was. Ja, sie hat mir gerade gesagt, weil ich ihr gestern Abend gesagt habe, dass ich am Samstag zum Kollegen gehe. Mhm. Wir machen einen Playstation-Abend. Mhm. Ja, da war es natürlich direkt wieder, das muss nicht sein und hin und her. Na, es hat gut, okay, aber warum soll ich das nicht machen? Mhm. Ja. Mhm. Wann mich dann zu Hause mich vor den Fernseher legen, was mal. Hat sie denn Sorge, dass da noch was anderes abgeht? Ja, also, logisch. Ah, ja, da ist er eifersüchtig total. Sie ist also darauf total fixiert, da könnte noch ein anderes Vibe sein nach dem Motto und. Ja. So, ja? Jetzt frage ich euch beide, Sabrina hört ja zu, die kann ja dir nicken, den Kopf schütteln. Ich finde, ihr beide müsstet etwas unternehmen. Ja. Ich fände das Allerbeste, wenn ihr beide für einige Beratungsstunden zu einer Paarberatung gehen würdet. Mhm. Da sitzt ein unabhängiger Fachmensch, der sich auskennt in Beziehungsproblemen und Konflikten und der unterhält sich einfach ganz neutral mit euch. Wäre Sabrina dazu bereit? Wäre dazu bereit? Was? Zu einer Paarberatung zu gehen? Nein. Nein. Das will sie auch nicht. Das will sie auch nicht. Also Sabrina, das finde ich nie in Ordnung, muss ich dir sagen. Ja, wenn es sein muss, gebe ich. Jetzt hast du gesagt, ich habe es gehört. Ich jetzt groß aushole, hier einen langen Vortrag halte, dass das wichtig ist. Pass mal auf, wir machen es mal so, ihr beiden Süßen. Wir geben euch mal ein paar Adressen von Paarberatungen in eurer Umgebung an die Hand. Mhm. Und dann könnt ihr das ja für euch entscheiden sowieso, ob ihr das machen wollt. Ich würde es euch empfehlen, weil ihr dabei nichts zu verlieren habt. Auch Sabrina, ich fände das ist für dich auch gut. Du kannst auch nur gewinnen, weil es einfach eine Klärung in eure Situation hineinbringt. Und so verwurstelt ihr euch immer mehr und es entsteht immer mehr Frust und irgendwann platzt es, irgendwann eskaliert es. Mhm. Irgendwann gehst du fremd oder sie ist irgendwie angenervt. Das führt auf jeden Fall zu immer mehr Konflikten, was ihr da macht. Wenn ihr euch jetzt klug beraten lasst und das vielleicht auseinanderfummeln könnt, habt ihr nochmal eine Chance. Also warum sollte man das nicht nutzen? Mhm. Logisch. Jetzt machen wir es so. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich mit den entsprechenden Ansprechpartnern. Okay? Gut, okay. Lieber weiter. Schönen Gruß an Sabrina. So. Dankeschön. Okay. Tschüss. Nochmal an dieser Stelle unser Thema für morgen. Das Thema morgen heißt, ich bin entstellt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von sich aus sagen, ich bin entstellt. Vielleicht aufgrund einer schweren Erkrankung, eines schweren Unfalls, einer Behinderung. Vielleicht ist es so, dass ihr dass andere Leute das gar nicht mal so sagen, dass die euch durchaus so akzeptieren, wie ihr seid. Aber ihr leidet darunter. Oder ihr sagt, vielleicht auch aufgrund einer schweren Verbrennung, kann ja auch ein Unfall sein, dass ihr sagt, ich bin einfach entstellt und schäme mich, rauszugehen. Oder ihr sagt, ja, okay, ich bin entstellt. Ich sehe nicht so aus, wie die Norm aussieht. Aber das ist mir völlig egal. Ich führe ein ganz normales Leben, habe meine Freunde und gehe damit locker um. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, mailt uns schon, könnt ihr ab jetzt schon machen, oder eben morgen ab 0 Uhr anrufen oder während der Sendung anrufen. Sabine ist hier. Sabine ist 21 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, und zwar, er hat mich nicht angefasst. Das, ja.
Er hat dich nicht angefasst? Ja, genau. Und zwar, also das muss ich so erzählen, das war halt das erste Mal bei einem Mann, dass ich mich halt dahinter gehängt habe. Ne? Sonst wartet man ja eigentlich als Frauen, oder warten die meisten Frauen immer darauf, dass die sich dahinter hängen. Ja. Wir haben uns 5 Monate lang immer nur getroffen, ohne dass irgendwas war. Und dann war was, aber nur mit Küssen. Und wir haben wirklich, er hat auch all seinen Freunden erzählt, wir sind zusammen, hat mich seinen Eltern vorgestellt und so weiter. Und 5 Monate nur Händchen halten? Nee, nur Kaffee trinken und Kino und so, ne? Also so, wie man sich mit Freunden quasi trifft. Nicht mal ein Händchen halten? Nee. Nicht mehr. Aber danach war dann halt, ne, dann war Küssen. Küssen. Aber auch nur Küssen. Vorspielprogramm und alles. Doch, Vorspielprogramm oder nur Küssen? Nee, also das komplette Vorspiel. Das komplette. Also, beziehungsweise er bei mir, aber ich durfte nicht an ihn ran. Du durftest nicht an ihn ran? Nein. Das hat mich ja auch gewundert. Und dann ging das 3 Monate lang so, ohne dass irgendwas gewesen ist. Moment mal, das muss ich. Ihr Bein fummelt, da liegt fummelnd miteinander auf dem Bett oder wo auch immer. Und er beschäftigt sich mit dir. Ja. Und du also darfst. Manchmal bis zu einer Stunde. So, na schön, ja, gut. Nein, also ich meine, also es ist halt nicht nur so. Ne? Ja, und du durftest überhaupt nicht an ihn ran? Nein. Heißt das, dass er da mit Hose und Pullover lag? Ach so, nee, in Unterhose lag er dann schon, ne? Also. Aber das war's dann auch. Aber das war's dann auch. Also ausziehen konnte ich ihn nicht, hat er sich wirklich also so fast gegen gewehrt, kann man so sagen. Ja. Ja, und das ging dann 3 Monate lang so, ohne dass wir miteinander geschlafen haben. Aber da ist man als Mädel doch ein bisschen frustriert, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich dachte immer vorher, dass ich nicht hässlich bin. Dass du nicht hässlich bist? Also habe ich eigentlich doch, also denke ich schon. Das hat sich eingebildet an, aber ich bin eigentlich nicht, also hässlich bin ich nicht. Also ja, das kann man ja schon von sich aus so grob sagen, ob man in der Skala kann man sich ja so grob einordnen. Wie ist denn der Stand, aktuelle Stand im Moment? Ja, und zwar ging es dann halt immer mehr auf den Zeitpunkt hin. Und es war auch so, wir hatten einen AIDS-Test zusammen gemacht, weil ich halt sage, ich schlafe mit niemandem ohne Kondom, bevor ich nicht einen AIDS-Test gemacht habe. Sehr löblich. Und sehr gut. Ja, eigentlich sollte das normal sein, ne? Das sollte eigentlich normal sein, sagen wir es an dieser Stelle nochmal mit dickem Ausrufungszeichen, ja? Genau. Mhm. Und ich hatte halt gedacht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er halt einfach nur Kondome nicht mag, weil er vorher 2 4-jährige Beziehungen hatte und da hat man das wahrscheinlich dann auch nicht mehr benutzt. Mhm. Na, wir haben einen AIDS-Test gemacht, ich habe mir die Pille geholt wieder, weil ich sie vorher abgesetzt hatte. Mhm. Ja, und dann hatten wir unseren, oder wir hatten das eigentlich schon schön geplant, wir gehen auf den Ball vorher. Und am Tag vom Ball meinte er, dass es vielleicht doch nicht ganz klappen könnte. Ach, wann sollte der Balltag sein? Jetzt vor kurzem? Ja, war vor ein paar Wochen und seitdem sitze ich zu Hause und weiß überhaupt nicht, was ist. Aber ich habe auch wahnsinnig geweint, ne, weil ich dachte halt, dass es ihm vielleicht auch ernster ist, dass er sich darum vielleicht so lange Zeit lässt. Was ist denn da los bei euch? Ja, das frage ich mich auch. Ja, und die letzten Wochen, seitdem der Ball dann geplatzt ist, dieser Termin, oder euer erster Geschlechtsverkehr-Termin geplatzt ist, habt ihr Kontakt miteinander? Läuft alles wieder so wie vorher oder wie oder was? Nee, gar nicht. Also ich habe ihn dann nachts gesehen. Nach dem Ball, also ich bin trotzdem hingegangen, aber mit einer anderen Begleitung. Ich dachte, das, ne? Also den Stolz habe ich dann schon. Mhm. Und da hatte ich ihn nachts gesehen und er hat mir noch nicht mal guten Tag gesagt. Tja. Als ob ich mich von ihm getrennt hätte, weil als ob ich irgendwas Schlimmes gemacht hätte. Ja, seid ihr denn jetzt für euch beide so in eurem Bewusstsein, seid ihr jetzt getrennt oder was ist? Ja. Ja. Also ich denke mal, wir waren noch nie wirklich zusammen, denke ich. Naja, also, nur gut, aber es fing ja alles gut an, ne? Und wenn auch ein bisschen ungewöhnlich, aber wie oft kommuniziert ihr jetzt miteinander? Gar nicht mehr im Moment? Nein, eigentlich gar nicht mehr. Also es geht nur so, dass man über Freunde, dass man mitbekommt. Er fragt halt Freunde von mir aus, wie es mir geht. Sag mal, ne? bei diesen Vorspielgeschichten, wo er sich mit dir beschäftigt hat. Ja. Und du nichts an ihm machen durftest. Ja. War er währenddessen erregt? Ja, war er. Das also war das habe ich mitgekriegt. Also das war er. Also das habe ich nämlich auch schon überlegt, ob es das wäre. Und ich hatte ihn auch klar darauf angesprochen. Er meinte, nee, das wäre es nicht. Also natürlich habe ich ihn darauf angesprochen. Wie ist der denn? Wie alt ist er? Ende 20. Ende 20? Ja, wenn ich jetzt das genaue Alter sage, dann wissen alle, wer ich bin. Ja, ich will es nur so grob wissen. Hat er mal was erzählt von früher? Hat er schon andere, längere Beziehungen hinter sich? Wie war es da mit der Sexualität? Also er meinte, er hätte schon mit 7 Frauen geschlafen und hatte halt 2 4-jährige Beziehungen. Was auch stimmt, da hat er mich nicht angelogen. Oder? Ja, und in diesen 4-jährigen Beziehungen lief das so auch sexuell normal? Also soweit ich das verstanden habe, ja, also denke ich mir mal. Mhm. Obwohl andererseits, wenn ich jetzt eine andere Freundin von mir oder eine Bekannte, keine Freundin, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, die war mit dem auch irgendwann mal vor Jahren zusammen, als so ein Zwischending zwischen den 2 4-jährigen Beziehungen. Mhm.
Und da war das eigentlich ähnlich, denn der war auch 5 Monate lang quasi zusammen, ohne mit der zu schlafen. Also ist das normal? Nee, normal ist es nicht. Natürlich nicht. Ich würde mich jetzt auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich jetzt du wäre. Ja, ich fühle ich mich auch. Also ich bin der Meinung, das war eine riesengroße Zeitverschwendung. Ja, und du hast es ja auch so geschildert gerade, als wäre das schon auch eine sehr innige Geschichte gewesen, ne? Ihr habt viel miteinander gemacht und ja, wir sind Ski zusammengefahren und so eine Sachen, ne? Also, ja, also haben wir unternommen. Viel Spaß miteinander gehabt, viel gelacht, viel geredet und einfach so eine gute Zeit gehabt schon. Ja, eben, also so wie man eigentlich, wenn man verliebt ist, so ja. Wie es dann eigentlich ist, ne? Du warst verliebt und du hast auch den Eindruck gehabt, dass er auch durchaus verliebt ist. Ja, also zum Beispiel dieses hab dich lieb, ne? Also oder dass er mich lieb hat. Also ich Na gut, das sagen wir ja heute, sagen ja alle heute an jeder Ecke 50 Mal. Ja, aber da hatte ich mit ihm vorher schon mal drüber gesprochen und er wusste, dass ich das halt nicht einfach so sage und das hat er mir halt gesagt. Ne? Also oder ich weiß nicht, wenn man jemanden mag, oder dann stellt oder nicht so gerne mag oder da nicht irgendwas hinter sieht, dann stellt man den nicht seinen Eltern, oder? Oder seinen Freunden vor. Nein, natürlich nicht. Hat er denn mal irgendwie, du hast doch bestimmt auch mal ihn gefragt, warum er sich zurückhält, auch in Sachen Sexualität, während ihr da zugange seid. Wie hat er geantwortet? Ja, und zwar mit der Antwort, der richtige Zeitpunkt hätte sich noch nicht ergeben, obwohl er ja schon ein paar Mal da war. Ich meine, wenn man ein Vorspiel hat, dann ist doch der richtige Zeitpunkt, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Wann, wenn sonst, ne? Eben, und ich habe ja auch manchmal, also ich habe wirklich schon fast drum gebettet, also ich kam mir richtig blöd vor hinterher. Und ich komme jetzt vor allem, wir haben auch in aller Öffentlichkeit rumgeknutscht und es wussten halt alle und ich komme jetzt auch so ein bisschen vor, als ob ich eine Schlampe wäre nach außen hin. Ach ja, nee, das musste nicht, das ist ja Quatsch, das ist ja völliger Unsinn. Ich kapiere nur nicht, was mit dem Jungen los ist, dem Burschen. Der Junge ist gut, der ist ja über 30 schon. Was mit dem los ist, ich verstehe es nicht. Und dass es jetzt so sang- und klanglos vorbei ist. Das hat sich so schön aufgebaut und da platzt dann einmal so ein Termin da und dann ist alles vorbei. Daraus deute ich erstmal, irgendein Problem hat er. Ja, das denke ich auch. Der Bursche hat irgendein Problem, was ich jetzt nicht weiß, überhaupt keine Ahnung habe, was das sein könnte. Ich habe ihn noch darauf angesprochen, ob er vielleicht schwul ist. Ich meine, das könnte ja auch sein. Ja, habe ich gerade auch schon überlegt, aber dann hast du gesagt, dass er auch sehr erregt ist. Ein wirklich schwuler Mann ist dabei nicht erregt. Also daran habe ich noch nicht gedacht. Nee, und wenn er ein bisexueller Mann ist, kann ja sein, dann könnte er sich ja dennoch mit dir, schlafen, auch mit dir eine Beziehung haben. Darum geht's ja gar nicht. Oh Mann, jetzt nimmst du mir meine Illusion. Eigentlich habe ich gehofft, dass er schwul ist. Ich dachte, dann geht's mir vielleicht ein bisschen besser. Ja, habe ich auch gerade im ersten Moment, als du angefangen hast zu erzählen, mir gedacht, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat er... Und er hat schon Beziehungen mit Frauen gehabt, er hat längere Beziehungen gehabt und das ist... Ja, auch hübsche Frauen, also ich habe das schon gesehen mal und ich habe auch überlegt, vielleicht trauerte einer noch wirklich hinterher und kann sich einfach nicht entspannen. Vielleicht, auch kein dummer Gedanke, vielleicht. Wie lange ist er denn von seiner letzten Beziehung getrennt? Ach so, das ist über ein Jahr her. Naja. Aber ich glaube, bei der vielleicht nicht, sondern vielleicht eher bei seiner ersten, so, weil wenn die beiden, die hatten wir nachts auch mal getroffen, das Mädel. Und da war halt das einzige Mal komisch zu mir, beziehungsweise er hat mich halt einfach stehen gelassen in der Disco und hat sich quasi nur mit ihr beschäftigt, mit seiner ersten großen Liebe. Was natürlich auch komisch wäre, wenn man seiner ersten großen Liebe, die jetzt nur, weiß nicht, 10 Jahre oder so her ist, durchaus, ja. Noch immer hinterher trauert, ne? Ich habe gerade noch eine Idee. Die ist vielleicht ein bisschen verwegen, aber man hat ja alles schon gehört. Du hast ihn ja nun da liegen sehen in der Unterhose, mehr aber nicht. Könnte es vielleicht sein, vielleicht, dass er sehr, sehr klein gebaut ist? Und nein, sich das habe ich ja gefühlt. Ja. Also von außen habe ich das ja gespürt. Fällt das auch schon vor? Ich habe sogar überlegt, ob er einen Wanderhoden haben könnte. Das habe ich dann auch gleich abgetestet. Also er hat keinen Wanderhoden und er ist auch groß und normal ausgestattet. Genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der nicht großartig wirklich in dich verliebt gewesen sein könnte. Sonst hätte er irgendwie noch einen Weg gesucht, es dir zu erklären oder wäre jetzt wieder bei dir oder irgendwas wäre passiert. Ja, genau, das könnte es sein. Also, und das ist mein Problem, glaube ich, dass ich halt das erste Mal in meinem Leben abgewiesen wurde. Wobei, das ist auch ganz gut und das tut auch mal ganz gut. Ja, das, eben, man kommt mal wieder auf den Boden, das stimmt schon. Wenn du sehr erfolgsgewohnt bist und viele Erfolge gehabt hast bisher und die Jungs dir nur zu Füßen lagen. Naja, so ganz so schlimm. Ja, aber man muss auch mal Niederlagen einstecken können. Das ist schon okay. Ja, es tut halt ein bisschen weh, aber es freut mich auf jeden Fall, dass du auch nicht weißt, was es ist. Nee,
Also ich würde wahnsinnig gerne mit dem reden mal, aber das kannst du ja nicht arrangieren. Nee, aber vielleicht hört das ja. Ich glaube, der wird sich angesprochen fühlen. Also wenn der jetzt zuhören sollte, ne? Ja. Man weiß es ja nicht. Wenn er zuhört, wird er sich schon erkannt haben, dass du bist und er gemeint ist. Dann fände ich das lieber Mann, Ex-Freund von Sabine, wenn du ein bisschen Arsch in der Hose hast, dann ruf mal die Sabine an und gib ihr zumindest mal eine Erklärung ab, was da los ist, Mensch. Du bist ein Kerl von fast 30 Jahren oder Ende 20 und lässt die Frau so zappeln und dann einfach fallen. Finde ich seltsam. Wenn eine tolle Geste von dir, wenn du es machen würdest. Hm? Vielleicht hat er ja zugehört, Sabine. Ja. Ja, okay, also. Dann Dankeschön. Alles Gute, Sabine. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, jetzt haben wir noch den Norman. Norman ist 25 Jahre. Guten Morgen, Norman. Guten Morgen. Hallo, Norman. Jetzt haben wir nicht mehr so lange viel Zeit. Nee. Aber wir fangen mal an. Um was geht's denn bei dir? Ich habe Krebs. Mhm. Und zwar an der Hypophyse, an der Hirneinrichtungsdrüse. Die Hypophyse kümmert sich um den Hormonhaushalt. Ja, ja. Und dieser Krebs kann an jeglicher Drüse im Körper Raumforderung, Metastasen bilden. Hat es das schon getan? Ja. Der Pankreas ist komplett weg. Ich bin seit 2002 Dezember insulinpflichtiger Diabetiker. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse ist betroffen gewesen? Die ist komplett raus. Die ist komplett raus. Bauchspeicheldrüse, 12-Fingerdarm, Milz und Gallenblase. Oh ja. Mhm. Ja, du und bei denen geht mein Leben auch rapide bergab. Ja. Das heißt, du hast keine Hoffnung mehr? Also mein Arzt sagt, ich habe noch 25 Jahre. Noch 25 Jahre? Ja. Das heißt, die Ärzte denken, dass man das in den Griff bekommt? Ja, schon. Glaubst du es auch? Nein. Also ich weiß, ich habe da nicht so viel Hoffnung. Das heißt, du hast aber auch schon sehr viel hinter dir vermutlich an Operationen, an Chemotherapien, Strahlen, ich weiß nicht, was man macht alles. Also Strahlentherapie habe ich nicht gemacht. Aber Chemotherapie? Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Eigentlich mein Leben lang schon. Wie, du bist so geboren? Ich wurde das erste Mal operiert, da war ich so zwischen 7 und 9 Jahren ungefähr. Mhm. Da wurden mir herzengroße Insulinome entfernt. Ja. Wie viele Mal in deinem Leben bist du insgesamt schon operiert worden? 4-mal an der Bauchspeicheldrüse und 1-mal am Blinddarm. Mhm. Wenn du sagst, es gibt keine Chemotherapie oder es gab noch keine, wie versucht man denn außer durch operative Eingriffe den Krebs in den Griff zu kriegen? Dagegen gibt es Tabletten und ich muss vierteljährig zur Kernspintomographie. Mhm. Hast du das Gefühl, noch genügend Energie im Moment zu haben? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ja, ich höre es an deiner Stimme. Ja, also ich bin im Moment im Krankenhaus und habe eine derbe Lungenentzündung. Ach, das auch noch. Das auch noch. Ja. Was einen dann natürlich besonders umhaut, wenn man schon so krank ist. Mhm. Ja. Norm, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nach 2 Uhr nochmal an. Okay? Okay, alles klar. Bis gleich, Norm. Jo, bis tschüss. Gleich. Ciao. Meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian und unser Thema morgen heißt Ich bin entstellt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen.